Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind heute zum ersten Mal unterwegs im Scania Truck Driving Simulator. Ihr seht oben rechts, die Zeit läuft bereits in dieser ersten Herausforderung der Führerscheinprüfung. Wir müssen vorwärts fahren und die Kiste vorne abstellen. Ich hatte die Aufnahme eigentlich schon gestartet, aber die Steuerung war noch nicht richtig eingestellt. Inzwischen habe ich es aber hinbekommen. Ich kann mich umsehen auf dem Gamepad, ich kann lenken, ich kann Gas geben und das Wichtigste, ich kann endlich auch einen Vorwärtsgang reinhauen. So, soweit so schön. Ich finde, das Ding hier fährt sich nochmal ein bisschen weicher als der ETS. Achso, steht die Karre noch nicht gut genug? Muss ich mal ein Stückchen zurück, oder was? Stimmt das jetzt? Jetzt stimmt's. Okay, nicht ganz perfekt, aber soll mir jetzt wurscht sein. Ich wollte das Spiel einfach mal so ein bisschen, ein bisschen vorführen. Ich hatte das jetzt schon so ein paar Mal erwähnt, während ich ETS gespielt habe unter anderem. Bin da mal gefragt worden, was ist das eigentlich? Kannst du das mal zeigen? Und deswegen machen wir das jetzt auch. Also dann Rückwärtsgang. Wir fahren nach Spiegeln. Mal gucken, ob der Auflieger irgendwo ausbüchsen will. Der macht aber bis jetzt noch einen sehr ruhigen Eindruck. Ich fange mal an, so ein bisschen zu lenken, dass wir den hier auch so ein bisschen sehen im Spiegel. Da ist er. Ich denke mal, einfach nur geradeaus zurücksetzen hätte es schon getan, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen was zeigen jetzt. Es fühlt sich irgendwie alles noch mal ein bisschen... Lenkung fühlt sich noch ein bisschen leichtgängiger an als im ETS, finde ich. Obwohl ich mir die dort auch schon sehr, sehr empfindlich eingestellt habe. Gut. Nächste Aufgabe. Zwei, drei Aufgaben gehen wir noch durch und danach gehen wir an die richtigen Herausforderungen, dass ich hier in der ersten Folge schon mal so ein bisschen was zeigen kann. Versetztes Rückwärtsfahren, alles klar. Ich lese es auch nicht alles vor. Sondern halt nur so ein bisschen. Da vorne haben wir unseren Spiegel, mit dem wir sehen können, wie weit wir schon vorwärts gerollt sind. Da mache ich jetzt mal so ein bisschen low. Das müsste jetzt eigentlich passen. Jetzt geht das hier rückwärts. Das heißt, ich muss die Karre jetzt erstmal so ein bisschen anstellen, dass ich da rüber komme. Stimmt das überhaupt? Ich will nach rechts, ne? Genau. Ich kann im Spiegel halt wirklich kaum was erkennen, weil das alles so winzig, frickelig klein ist. Ich denke mal, ich habe es schon verkackt. Ich ziehe nochmal gerade ein bisschen gerade. Dass ich auch sehe, was ich hier tue. Ja genau, links aus der Bucht komme ich und in die Bucht rechts soll ich rein, glaube ich. Das heißt, so wie das jetzt ist, kommt das, glaube ich, schon mal ganz gut. Okay, okay. Wir müssen rum im Auflieger, wir müssen rum. Jetzt muss ich mit der Zugmaschine rum, hoffen, dass ich rechts keine Pylone umhaue. Ja, wenn ich so weitermache, dann komme ich da rechts zu weit raus. Ich ziehe die Karre noch mal ein bisschen gerade. Was mache ich denn hier? Das Ding ist, es gibt Bonuspunkte, wenn man nicht in die Außenansicht geht. Mit der Außenansicht pushe ich ja im ETS ganz gerne mal, damit es ein bisschen schneller geht. Aber hier dürfen wir das nicht. Warte mal, warum soll ich denn da vorne noch hin? Ach, stell den Auflieger an einem der markierten Punkte ab. Ich soll den... Hä? Habe ich irgendwas falsch verstanden? Okay, dann stelle ich die Karre jetzt hier nochmal eben ab. So, hier ist grün. Oben links steht abkoppeln, ankoppeln. Das bringt nichts. Okay, irgendwie verstehe ich das hier gerade nicht. Guck mal gerade in der Außenansicht. Ah, jetzt ist da die... Jetzt ist da auch die Markierung. Was ein Stuss. Na gut, dann bleibe ich jetzt auch in der Außenansicht. Also man muss nicht alles verstehen. Aber im Grunde genommen, meistens macht das Spiel seine Sache trotzdem gut. So, dann haben wir das jetzt halt aus der Innenansicht gemacht. Was soll's. So, nächste Aufgabe. Die eine machen wir noch. Und dann würde ich gerne mit den eigentlichen Herausforderungen beginnen schon mal. Achso, versetzt rückwärts fahren links. Na gut, alles klar. Ich fahre vorwärts. Ich mache low. Ich gucke vorne im Spiegel, wann ich vorne ankomme. Achso, ich bin nicht weit genug vorgefahren, oder? Ich habe an der ersten Markierung gehalten, kann das sein? Jetzt ist der ganze Spaß nämlich grün. Und jetzt erscheint da hinten nämlich auch diese Markierung. Haha.
Wenn wir schon mal dabei sind, dann gucke ich jetzt auch weiterhin hier raus. Warum eigentlich nicht, ne? So, jetzt muss ich mal gerade hier im anderen Spiegel schauen. Ist ja hier einigermaßen... Ich sehe halt zu wenig. Ist halt einfach winzig klein dort. Also wie es jetzt ist... Muss eigentlich noch weiter nach Dings hier rüber, nach rechts. Der kommt nicht schön, der kommt nicht gut, so wie er jetzt kommt. Ah, wobei... Hab ich ihn ja doch nochmal gerettet, hä? Huh? Hab ich ihn ja doch nochmal gerettet. Ja, nice. Hier vorne im Spiegel auch mal schauen, wann die... Okay, da haben wir schon. Wunderbar, gucken wir noch gerade, was die nächste Aufgabe ist. Eigentlich würde ich auch ganz gerne mal langsam das Lied wechseln. Laderampenanfahrt. Dafür müssen wir jetzt um die Kurve fahren. Ich habe mal kurz aus dem Spiel rausgetappt. Ja, fahren wir mal so ein bisschen hier. Trucker Rock. Warum eigentlich nicht? So. Okay, also die Aufgabe ist es jetzt rückwärts an die Rampe ranzufahren. Und zwar dort. Also die Rampe müssen wir uns jetzt vorstellen, aber da sollen wir auf jeden Fall hinfahren. Da vorne sehen wir sogar eine Spur. Dann probiere ich mal mich daran zu orientieren. Da soll der Auflieger hin. Habe ich es eigentlich schon ein bisschen spät für eingelenkt. Das will ich aber auch nicht überkompensieren. So, jetzt ein Stück gerade noch. Genau, so funktioniert das nämlich. Und das Schöne ist, das hier zählt sogar als Dings, als Innenansicht. Wem wohl der Anhänger gehört, lese ich gerade im Chat. Jo, alles klar. Na gut, hat ja auch einen Grund, warum der Name im Spieltitel drin ist, ne? Genauso wie... Jetzt sehen wir wieder, wo wir sind, alles klar. Genauso wie Mercedes-Benz World Racing. Und das war auch ein gutes Spiel, muss ich sagen. So, okay, jetzt sollen wir jetzt aber auch hiermit reichen. Dann sage ich jetzt hier mal Aufgabenliste, wir gehen hier jetzt raus. Einmal ins Hauptmenü, dann können wir es auch sehen. So schaut das Ganze aus. Eigentlich auch ganz nice, finde ich. Wir waren gerade hier im Bereich Führerschein und machen jetzt weiter mit Fahrerwettbewerb. Können wir uns auch mal gerade noch ansehen. Zwei, drei Minütchen aber nur. Wir beginnen mit dem Garten. Und hier geht es darum, seine Skills zu präsentieren. Was eigentlich auch eine ganz geile Sache wäre für den ETS, ne? Gerade für den Multiplayer. So, was sollen wir hier machen? Ach genau, wende deinen LKW innerhalb der Begrenzung. Gut, da werden wir wohl hinbekommen. Meinetwegen auch gerne innerhalb der, also meinetwegen auch gerne in der... Ach, ja, da links. Haben wir nicht gesehen? So, okay. Also gut, dann weiß ich, ich achte jetzt hier auf die Spiegel. Ich muss jetzt hier ein bisschen... Das ist aber auch eng. Das ist aber auch echt scheiße eng hier. Gut, dann guck ich mal auf den Spiegel da vorne. Da kommen die Pylonen und... Stopp. Rückwärtsgang rein. Hier ein bisschen gucken, da haben wir Platz, da haben wir auch Platz. Mal gucken, wie viel Platz ich hier noch nach hinten habe. Da dürfte nämlich nicht mehr viel sein. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl für, aber weiter als so mache ich mal nicht. Kann ich hier wieder ein bisschen vor, dafür habe ich hier vorne den Spiegel. Jetzt hier nochmal ein bisschen, da sehe ich links, dass ich hier überall dran vorbeikomme. Jetzt hier ganz vorsichtig vorwärts. Da vorne stehe ich doch vor so einem Pylon, oder nicht? Ich muss hier links so nah wie möglich ran. Ich habe nach rechts kaum Spiel. Nein, nein. Ach Gott. Jetzt war ich doch zu weit hier links. Aber sei es wie sei, wir haben es geschafft. Eine so eine Aufgabe gucken wir uns noch an, dann geht's auf die gefährlichen Strecken. Denn die sind das eigentlich Interessante, finde ich. So, den Sattelzug so zum Halten, dass die Front so nah wie möglich an die Mitte der Zielscheibe gelangt. Was heißt das, die Front so nah wie möglich? Meine Frontstoßstange oder die Achse? Weil wir haben ja da oben den Spiegel, ne?
Jetzt habe ich gehupt. Entfernung zum Ziel. Okay, hat ein paar Punkte gegeben. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Ich schaue mal gerade, ob das vielleicht mehr Punkte bringt, wenn ich mit der Achse über dem Ziel stehe oder ob das wirklich um die Frontschürze ging. Bei der Achse hieß das nämlich ungefähr hier so, vermute ich mal. Nee, bringt deutlich weniger Punkte. Es ging wohl wirklich um die direkte Front. Alles klar, gut, dann gehen wir hier jetzt auch nochmal zurück. Und schauen uns jetzt die gefährlichen Strecken an. Wir beginnen mit der Straße des Todes und ihr seht schon hier oben rechts am Bild, das wird interessant. Das hat so ein bisschen was von Dirt Rally, was wir vorhin mal gesehen haben. Gold Rush the Game, sagt mir jetzt nichts, nee. Oh, und herzlich willkommen im Stream, Finn. Und herzlich willkommen in der Aufnahme, by the way. Ich nehme ja auch gerade auf, parallel. Gut, okay, Straße des Todes. Die lesen wir mal gerade noch ganz kurz vor. Es gibt Straßen, die international im Ruf stehen, gefährlich zu sein. Straßen, die den Fahrer bis an sein Limit fordern. Straßen, bei denen es nicht nur darum geht, die Ladung unbeschädigt an ihr Ziel zu bringen, sondern darum, es lebend und in einem Stück zu schaffen. Na, wie wär's? Interesse? Na, aber sowas von, wir sind ja Profifahrer, ne? Nach so vielen ETS-Chaos-Konvois kann uns nichts mehr schocken. Gut, das ist die Straße des Todes. Achso, hier hätten wir das Ganze jetzt auch vorlesen können, da hättet ihr wenigstens noch ein bisschen was zu sehen gehabt. Aber ihr seht, hier links geht es auf jeden Fall schon mal steil runter. Und auch hier gilt, es gibt mehr Punkte, wenn wir das Ganze aus der Innenansicht machen. Los geht's, liebe Leute. Natürlich wäre es zu einfach, wenn wir hier einfach durchheizen könnten. Natürlich gibt es hier verschiedene Baustellen und sowas. Wir haben dann gleichzeitig hier links nicht zu weit an den Rand fahren darf. Auflieger, der kommt hier rum. Da vorne sind wir jetzt auch um die Begrenzungen rum. Ich habe ihn ein bisschen weiter ausgeholt jetzt. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen drauf, so ein paar Meter. Ich finde, dieses Spiel fährt sich insgesamt nochmal so ein bisschen weicher, ein bisschen runder als der ETS. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, ein Stück weit könnte man das durchaus übernehmen. Nur ein Stück weit. Dirt 4 ist das doch quasi. Ja, ja, richtig, richtig. Quasi halt. So, ich fahre hier mal gerade noch so ein bisschen weiter raus, dass wir hier mit dem Auflieger auch hier rumkommen. Genau. Hier wartet auch gerade jemand auf uns. Das finde ich sehr angenehm. Nicht zu sehr hier langheizen. Alles gut, Spiegel haben wir eben nicht abgefahren, wunderbar. Ich hau mal so ein bisschen die Motorbremse rein. Ich glaube, es noch ein bisschen manuell mit der Betriebsbremse. Okay, hier habe ich jetzt richtig scheiße angesetzt, aber richtig scheiße. Ich setze mal ein Stückchen zurück. Mal gucken, ob ich das nochmal retten kann. Natürlich darf ich hier nicht runterfallen. Aber hier will ich jetzt definitiv nochmal ein bisschen anders ansetzen. Der rechte Spiegel ist natürlich auch sehr wertvoll, ganz klar. Na, andersrum. So, und dann möchte ich hier vorher schon deutlich weiter nach links ausholen. Da oben im Panoramaspiegel sehe ich auch einigermaßen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier... Also ihr merkt schon, das Ding ist halt wirklich nicht ganz einfach. Alles gut, alles gut. Hier auch hier mit dem Auflieger rumkommen. Eieieiei. Wir sind quasi schon am Abgrund hier. Da muss man halt wirklich sehr, sehr weit ausholen. Hier muss ich jetzt vor dem Stein einlenken. Da vorne sieht man es auch noch. Aber wir sind anscheinend rumgekommen. Okay, hier wartet ein Kollege. Natürlich auch Scania-Fahrer. Wie sollte es anders sein? Ich werde im ETS wahrscheinlich nie wieder Scania fahren. Mein Scania-Pendelsum erfülle ich jetzt in dem Spiel hier. Nein, da haben wir seinen Spiegel erwischt. Okay, da war ich jetzt einen Moment lang unachtsam. Ja, das erste Szenario. Das erste Szenario aus den gefährlichen Strecken. Es ist bereits fordernd, ich bleib dabei. Jetzt auch wieder weit ausholen, dass wir hier an dem Hindernis vorbeikommen. Man muss wirklich immer die gesamte Strecke ausnutzen. Hier gilt dasselbe Spiel, nah an den Sprinter hier ran. Wow. Jetzt hat er hier ein bisschen untersteuert. Jetzt hat er ein bisschen rausgeschoben beim Angasen. Das war jetzt ein bisschen knapp da hinten mit dem Auflieger, aber es hat noch gepasst.
Das ist halt das Ding, man muss auf alles gleichzeitig achten. Und weil ich hier in der Aufnahme und im Stream bin, möchte ich gerne ein bisschen Kette geben. Gleichzeitig muss man aber immer wieder vom Gas gehen und wirklich überall gucken, dass es auch ja passt. Okay, ich habe gerade versucht, so ein bisschen dem Chat zu folgen, aber während ich hier fahren muss, funktioniert das nicht. Von den Steinen hier hole ich mal gerade noch ein bisschen weiter aus. Dass wir hier einigermaßen gerade durchkommen. Das sieht gut aus im Spiegel, das sieht sehr gut aus. Hier steht natürlich noch ein Baustellenfahrzeug im Weg, klar. So ein kleiner Radlader, der stört ja auch überhaupt nicht, wenn man den hier abstellt. Alles gar kein Problem. So, und damit haben wir diesen Streckenabschnitt jetzt hinter uns. Einmal sind wir so ein bisschen am Spiegel unseres Kollegen entlang gekratzt, aber insgesamt, denke ich mal, geht das schon noch klar. Wir begeben uns zur nächsten Aufgabe. Solche Strecken im ETS. Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Solche Strecken im ETS, wenn man vorher so eine Warnung bekommt, Achtung, das Ziel ist schwer erreichbar, dann kann man sagen ja oder nein. Wenn man sagt nein, dann stellt man den Container vorne ab, so wie beim automatischen Entladen. Und wenn man sagt ja, dann fährt man durch und bekommt nochmal eine ordentliche Extragage, die sonst jemand anders bekommen würde, der dann halt die Ware abholen muss. Sowas fände ich persönlich echt geil. Okay, Uferböschung, ihr habt die Strecke gerade gesehen. Beschreibung. Die Hauptstraße auswärts wird gerade repariert. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer die Passage entlang des Flussufers zu nehmen. Leicht wird es nicht, denn diese Umleitung war sicherlich nie für LKW gedacht. Alles klar, liebe Leute, das da vor uns ist demnach also die Sperrung. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein Stückchen zurücksetzen. Natürlich fahren wir auch keine normale Ladung, sondern hier direkt so ein halbes Haus hinten drauf, ne? Ist ja klar, wäre sonst zu einfach. Ich heiz mir direkt ein ganzes Stück zurück bis zu unserem Kollegen hier einfach gerade durch. So, das sollte reichen, denke ich mal. Genau, jetzt kommen wir hier nämlich auch rum. Entschuldigt, dass es gerade ein bisschen laut war, aber wenn man das Fenster runter macht, dann bringt die Dämmung hier in der Kabine natürlich nichts mehr. So, schön weit ausholen wieder, ist ja klar. Ich finde das schön, dass wir mit Licht fahren. Anhand des Lichtkegels kann man sich auch immer so ein bisschen orientieren, wo man ist. Mache ich in der Realität beim PKW übrigens auch ganz gerne mal so. Kann ich auch mal erwähnen. Extrem cool wär's, ja. Ja, allerdings. So, hier muss ich jetzt halt auch wieder extra weit ausholen, ne? Muss mal vorne gucken. Also komme ich nicht ganz so gut rum. Stückchen zurück nochmal. Hier weiter nach links dürfte ich auch nicht mehr vom Auflieger. Aber ich muss halt weit ausholen, damit ich dann, jetzt gucke ich mal da oben im Spiegel, damit ich halt rechts rumkomme. Das ist echt Maßarbeit. Das wäre dann aber zwingend, also wenn man das im Multiplayer spielen würde, das wäre auf jeden Fall eine Nummer für die No-Collision-Area. Weil hier anderen Spielern begegnen würde ich nur sehr, sehr, sehr ungerne. Okay, hier muss ich die Kiste jetzt gerade ziehen, dass ich hier rumkomme. Gleichzeitig muss ich hier links gucken. Ja, das müsste so gehen. Da vorne bin ich knapp dran, das sehe ich im vorderen Spiegel. Eieieiei. Ich hole hier jetzt auch extra weit aus, dass ich um den PKW hier rumkomme. Mal ein bisschen Kette geben. Hier hätte ich, glaube ich, noch weiter nach links ausholen können, schrägstichen müssen. Und da links im Spiegel, hier rechts an den Dixie-Klos kommen wir vorbei. Dann hole ich hier jetzt nochmal extra weit aus, bis vor den blauen SUV hier. Da vorne die Gasbuddel möchte ich nur ungern rammen. Und weiter geht das. Hier hole ich auch nochmal extra weit aus. Low machen. Ich will im Spiegel sehen, dass ich hier wirklich vorbeikomme. Okay, das sieht gut aus. Ich schalte nochmal ein bisschen zurück. Läuft nämlich auch alles manuell. So. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ich die Kiste sogar noch mal ein bisschen versetzen muss. Also muss ich sowieso, weil ich jetzt viel zu weit hier vorgefahren bin. So, hier links habe ich genug Platz. Und da rechts eigentlich auch. Aber hier, diese Paletten hier, die machen halt, die machen mir noch zu schaffen. Ich schaue nochmal da oben im Spiegel. Da sind wir gerade so dran, genau. Jetzt hier nochmal. Kommen wir da noch ein bisschen näher. Ja doch, das geht noch. Können noch ein bisschen gerade fahren. Genau, und jetzt müssten wir auch vorbei sein. Gut.
Okay, hier können wir uns jetzt eine Seite aussuchen, aber hier linksrum halte ich für das Schwierigere, falls es überhaupt machbar ist. Deswegen hole ich hier jetzt extra weit aus noch. Und probiere es hier rechts rum. Eieieiei. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich der bessere Weg ist. Wenn ich gleich zurück muss, habe ich ein Problem. Der Auflieger steht einigermaßen gerade, aber ich muss halt trotzdem hier vorwärts um die Kurve rum. Ich weiß nicht, ob das geht. Spiegel schauen. Jetzt nochmal neu positionieren. Jetzt nochmal ein bisschen vorwärts. Jetzt habe ich es gerade komplett versaut, ich merke das schon. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das hier lang überhaupt gedacht ist, oder ob ich nicht vielleicht doch lieber da links lang fahren sollte. Ich guck mal, dass ich rückwärts komme und dann probiere ich es links lang. Hier schön in die Spiegel schauen. Und da rechts hätte ich sogar noch ein bisschen Platz, wie es aussieht. Was auch gut ist, damit ich hier nämlich um die Kurve komme. Ach, scheiße. Das habe ich da hinten doch erwischt. Ach Gott. Hier vorne müsste ich vorbeikommen, aber ich setze trotzdem noch ein Stückchen zurück. Der Auflieger steht jetzt natürlich richtig bescheiden, ne? Ist ja klar. Welches Spiel ist dein Lieblingsspiel? Warum werde ich nach sowas ständig gefragt? Ich habe kein Lieblingsspiel. Ich spiele viele Spiele ganz gerne. Ja, ich denke, hier linksrum ist die bessere Wahl. Mal ein bisschen korrigieren. Ja, hier haben wir viel mehr Platz. Ja. Da bin ich auf reingefallen. Hier entlang ist der bessere Weg. Hier kann ich jetzt sogar ziemlich eng einscheren. Na, so eng doch nicht. Hier schaut das hier aus. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter gerade gehe. Kann sein, dass ich da hinten hängen bleibe. Okay, da hat er sich rumgezogen, alles klar. War ich jetzt noch bis möglichst nah vor diese Wand hier. Dann bin ich da hinten auch rum. Ach Gott. Ja, solche Zufahrten im ETS, die hätten auf jeden Fall was. Lied muss ich gleich auch noch wechseln. Aber gut, wir haben es geschafft. Nicht ganz unbeschadet. Aber ich denke mal, es ist in Ordnung. Wie gesagt, die Aufgaben hier, die sind halt wirklich fordernd. Gut, ich wechsle mal gerade ganz kurz das Lied und dann machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Ja, warum eigentlich nicht? Sowas geht klar, denke ich. Guten Blick auf die Uhr. Sagt mir, dass wir deutlich über 20 Minuten sind, aber eine Aufgabe gönne ich mir noch, denke ich. In dieser Folge. Oh, die Flut, alles klar. Diese Stadt hat aufgrund heftiger Niederschläge in den nahegelegenen Bergen erhebliche Schwierigkeiten. Einzelne Stadtteile melden Knappheit an Nahrungsmitteln und Notgütern. Das überflutete Gebiet gilt als sicher genug, um mit allerhöchster Aufmerksamkeit durchquert zu werden. Man beachte den falschen Superlativ zur Betonung. Versuche, die Versorgungsgüter dahin zu schaffen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Alles klar. Das Problem, wir sehen jetzt nicht so wirklich, was hier vor uns ist. Aber schauen wir mal. Was haben wir denn überhaupt geladen? Okay, so ein normaler Sattelauflieger, alles klar. Hole ich hier schon mal extra weit aus. Hat jetzt sogar so ein bisschen was von Spin Tires, ne? Mit wem wird es Spin Tires Mud Runner im Multiplayer geben? Ich habe tatsächlich schon eine Session aufgenommen mit Wok und Ismo. Die wird dann die Tage kommen. Ich richte mich dabei der Freischaltung nach den Jungs. Sobald die das freischalten, schalte ich es auch frei. Erste Folge müsste, glaube ich, morgen kommen. Bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Bei mir kommt die dann aber, wenn, dann erst am Abend, denke ich.
Das heißt, da könnt ihr dann vorher schon mal bei Wocke und oder Ismo vorbeischauen, ob die das schon gemacht haben. Und euch die Folge dort ansehen. Ansonsten kommt sie bei mir aber definitiv auch noch nach dann. So, hier liegen so ein paar Trümmer rum. Aber ich glaube, die Trümmer, die nur Texturen sind, die können wir ignorieren. Nur wenn da wirklich so ein Brett rausragt. Da muss ich drauf achten. So. Okay, hier geht das noch ein bisschen tiefer, alles klar. Was? Wie, wo? Warum? Wie, wo, was? Wie, wo? Habe ich vorne irgendwas übersehen? Ich war doch weit genug weg von den Brettern, oder nicht? Gut, da könnte vielleicht irgendeine Stange noch am Auflieger gekratzt haben. Da könnte ich mir vorstellen. Hier kann ich, glaube ich, sehr weit nach links ausholen. Das ist schon mal gut. Denn hier rechts muss ich dann anschließen um die Kurve rum. Also, ihr seht ja schon, wie die Bretter hier rausragen. Aber hier vorne bin ich vorbei und der Auflieger müsste eigentlich auch ganz gut hier rumfolgen können. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Dann hole ich hier jetzt auch nochmal weit aus. Na, vielleicht nicht ganz so weit. Mal gerade vorne im Spiegel schauen, dass wir hier auch ja vorbeikommen. Ich setze nochmal ein kleines Stückchen zurück hier. So, so passt es aber. Hier seht ihr schon, wie das hier alles rausragt. Im Spiegel sehe ich es gerade auch. Juhu, Überflutung. Wir bringen Hilfsgüter. Yay, lustige Musik. Juhu. Ja, das passiert schon mal, wenn man eine random Playlist hat. Aber andererseits, was wir hier machen, ist ja andererseits auch ein Grund zum Feiern. Ich kann ja nochmal andererseits sagen, für die Leutchen, denen wir den ganzen Krempel bringen. Insofern passt das ja wohl durchaus. Im Regen, im Multiplayer. Ja, den Regen habe ich dort eigentlich ausgeschaltet, weil der bisher nie synchronisiert war und vermutlich auch immer noch nicht ist. Das heißt, ich habe dann auf einmal Regen, die anderen nicht. Das ist noch so ein bisschen doof. Oder zumindest doof gewesen. Ich müsste nochmal nachgucken, ob das immer noch so ist. Aber prinzipiell so eine Regentour hätte schon auch was im Multiplayer. Das ja. So, jetzt noch an den Wracks vorbei. Wracks mit W wohlgemerkt, Frack mit F ist was anderes, da trägt man zu feierlichen Angelegenheiten. Okay, hier bin ich gerade auf irgendwas drauf gefahren. Komme ich hier um den Wagen noch rum? Ich gucke da vorne im Spiegel. Das wird sehr knapp, aber müsste gehen. Wenn wir hier nicht abrutschen, dann geht das. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. So extrem weit hätte ich nicht mal ausholen müssen. So, hier hole ich jetzt aber nochmal extra weit aus. Mal rechts gucken im Spiegel, dass da nichts im Wege ist. Dann müssen wir hier jetzt noch um diese Trümmer rum. Deswegen hole ich so weit aus. Richtig. Und ja, ich bin diese ganzen Challenges schon mal gefahren. Ist allerdings schon eine Weile her, muss ich sagen. So, Zusammenstoß. Einmal sind wir an irgendwas angekratzt, aber meine Güte, hole ich mir später eine Dose Schwarz aus dem Baumarkt und sprühe das über, wo wir da am Hänger hängen geblieben sind. Und dann passt das schon. Gut, alles klar, dann soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck bekommen darüber, was der Scania Truck Driving Simulator ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, auch noch ein, zwei weitere Folgen aufzunehmen, das allerdings nicht mehr jetzt, sprich nicht mehr in diesem Stream, ein andermal. Sei es wie sei, ich danke ganz herzlich fürs Zusehen, würde mich über ein Däumchen freuen und sage bis zum nächsten Mal, ciao, euer Kerge.